im Wolfspelz. Diese Menschen haben sich in der Hoffnung auf eine unerkannte Flucht mit Urrüstung verkleidet. Sie wurden sofort gefasst. Rette sie und zeige ihnen, dass sie sich nicht mehr verbergen müssen. Ich führe sie ins Licht. Wuhu! Ich will einen Grauch jagen gehen. Kommst du mit? Mir tut immer noch alles weh von dem, der mich letztens erwischt hat. Ich muss ganz ehrlich, ich kann mich an den Dialogen einfach nicht satt hören, weil die haben sich bisher auch selten wiederholt, muss ich sagen. Die haben echt so viele schöne Dialoge, von dümmlichen Uruks bis hin zu philosophischen Uruks. Also das, ich glaube, ich habe jetzt schon alles gehört. Es ist einfach nur schön. Es ist halt richtig, es zeigt mir persönlich viel Liebe. Viel Liebe zum Detail in dem Spiel. Okay, Friends, My Friends and Copper Stitcher. Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. Lass mich nicht treffen lassen, ist jetzt wieder diese Gefangenen da vorne sind so gut wie tot. Nein, solltest du nicht. Du, mein Freund. Fuck, die sehe ich nicht. Treffen lassen bei 5 Sklaven, okay. Ja, aber das Schöne ist, das Ganze hier ist ja optional mit mich nicht treffen lassen, im Gegensatz zu mich nicht sehen lassen. Weil die wissen, das ist nicht so meins, nicht gesehen zu werden. Ja, ich muss unbedingt mal wieder Monty Python schauen. Die Kunst, nicht gesehen zu werden. Dieser Hauptmann war eh zu nichts gut. Hätten Sie nur mir das Kommando. Okay, und vor allen Dingen brauche ich bestes Pathfinding. Ein Mordor-Navi ist nicht das Beste. Okay, ja, mein Alien Isolation-Navi war auch nicht das Beste. Aber was soll ich sagen? Manchmal warum klaust du muss man sich Stiefel? Eben verlaufen. Die sind nicht so kleine Sklaven von Sklavenfüße. Dämlich! Okay, wir haben jetzt zwei, das heißt, der eine bekommt einen schönen Pfeil, der andere wird bekehrt. Schleicht hier jemand herum? Umschleichen. Kein Fall. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Ja, das hatte ich vor. Hier, um zu helfen. Oh, das ist ein Häuptling. Welcher Häuptling ist das? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Sich nicht treffen lassen, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Du wirst wirklich unglaubliche Qualen erleiden, Liebling. Von Hosch bis Schildmeister. Mich nicht treffen lassen, Freunde. Das. Wow! No! Ich hoffe, dass der Anführer jetzt nicht auf die Idee kommt, die Festung anzuzünden. Die Henker bei uns vorbei. Wow, 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 wow. Ich habe ihn. Okay, jetzt wird es halt echt schwer mit dem. Ich benutze einfach meine Flamme von Udun. Die Flamme von Udun. Das ist schon meine Spezialfähigkeit vom Bogen. Fokus hat schon was, muss ich halt echt lassen. Ahaha. Oh, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Nein, er hat mich getroffen. Nein. Oh, hallo. Na. Ah. Gott, ey. Ja gut.
Ja, das zählt. Da das zählt. Das ist Lava 2. Bitte hilf ihm. Gut, dann tue ich halt jetzt das Zweitbeste und werde euch mal hier zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Vor allen Dingen nicht nur das, ich werde auch vor allen Dingen hier den Häuptling töten. Oder bekehren. Vielleicht auch nicht. Der Plan war halt, dass ich den Häuptling jetzt schleich töte. Aber er steht viel zu weit weg dafür. Ja, ich weiß, ich soll die Sklaven befreien und hier nicht den Häuptling machen, aber gucken wir doch mal, was hier geht. Ja, furchtbar verbrennen, das ist doch schon mal schön. Ja, komm du mal runter, mein Freund. Ah, wo geht's hin? Nein, das will ich doch nicht. Genau, so sieht's aus. Doch, etwas. Doch, ganz fest daran sogar. Du gehörst mir. Auf Hälfte Leben habe ich ihn. Keine Sorge. Okay, wo ist er hin? Wo ist er hin? Boah, wo rennt er hin? Wie schnell rennt er vor allen Dingen? Okay, der hasst Brandwunden. Aber ich hatte eigentlich auch jetzt nicht vorher noch mit. Boah! Geisterdämon! Bist du ein Kämpfer? Ich erkenne Kampfgeist immer. Legen wir los! Ich hatte nicht vor, jetzt hier zu sterben im Kampf. Hier einen noch. Wo ist er hin? Oh. Also wenn der Typ in irgendwas gut ist, dann im Wegrennen. Der Schildmeister ist dann kommen. Nein. Okay. Wir konzentrieren uns auf die Sklaven, falls es jetzt noch möglich ist. So, was wir jetzt nicht haben, ist Lebensenergie. Ich überlege gerade, ist hier noch Lebensenergie in der Nähe? Ja, schade, okay, das war jetzt unnötig. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt sterben wir jetzt echt schade. Der Tag wusste, dass er es nicht mit mir aufnehmen kann. Klar, natürlich. Jetzt hab ich mich. Nee, hab ich noch lange nicht. So, das hat eigentlich jetzt unser Lebensenergie gebracht. Ich wollte sagen, ich bin in der Laune, hier so ein paar Leute von euch umzukrempeln. Because that's what I do. Immer die größten und stärksten und die Fernkämpfer am besten. Die sich halt am besten dazu eignen, um geknackelt zu werden. Ups. Nur ihr haltet mir das hier ein bisschen. Ihr haltet mir alle vom Leib, ich befreie den Sklaven.
Wir können unsere Freunde nicht alleine retten. Hilfst du uns? Okay, Fähigkeit freischalten. Was haben wir denn noch? Schnelles Spannen wäre schon schön. Flamme der Vergeltung. Ja, Flamme der Vergeltung. Macht uns um einiges tödlicher im Nahkampf. Wunderbar, hier geht der Cyberpunk ab, die Leute prügeln aufeinander ein. Dennoch, bleibt wachsam. Das heißt, da wo ich jetzt wirklich hin will, ist der Weg frei für mich. Na, mehr oder weniger. Aber es könnte reichen. Ja, hat gereicht. Nice. Ja, schade, dass es mit dem Nicht-Treffen nicht funktioniert hat. Ohne läuft es sich viel schneller, wenn ich bloß Stiefel hätte. Aber das war ja schon ganz nett. Das war ja schon ganz nett. Okay, wir haben hier noch einen neuen Auftrag. Und den machen wir auch. Das müsste das vorletzte Sklavennest sein. Also müssen jetzt tatsächlich nur noch zwei Stück sein. Allerdings weiß ich bei einem den Standort. Aber da ich ja weiß, dass es 24 sind. Ich bin bereit für einen richtigen Kampf. Pass auf, was du dir wünschst. Der kommt mir vielleicht. Ich hasse es, wie der Haufen den Grog rationiert. Nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Menschenabschaum, ich bin kein Mensch. Ich bin halb Mensch, halb Geist, halb. Ich weiß es nicht. Licht in der Dunkelheit. Selbst in den dunkelsten Stunden halten diese Menschen an der Hoffnung fest und verlieren niemals ihre Kraft. Sie haben ihre Schlacht verloren. Nun ist es an dir, sicherzustellen, dass sie den Krieg gewinnen. Da müssen wir nochmal schauen. Aber doch, ja, in der Regel ist es genau mein Ding. 20 Uhr für Schleichtötung. Ja, genau. Das werde ich bestimmt schaffen. Nein, beziehungsweise Schleichtötung an sich ist ja nicht schwer. Ja, ich kann ja einfach hingehen und das ist ja jetzt schon wieder eine Schleichtötung. Ja, doch keine Schleichtötung. Also nochmal, ich gehe aufs Dach. Die Dreiecke müssen, glaube ich, gelb werden. Ihr wisst nicht, dass ich auf dem Dach bin. Ja, ist okay. Dann halt, gute alte. Ich krempel deine Leute um. Abschluss! Wenn nichts hilft, das hilft immer. Ehrlich gesagt, ist es mir auch egal. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach hier die Sklaven ganz schnell. Und, willst du uns wirklich alle retten? Naja, mehr Geld kriegen wir eh nicht dafür. Oh, da hinten ist noch einer. Ach, und schon ist mein Ehrgeiz wieder geweckt halt. Alle anderen auch mit Schleichtötungen umzubringen. Ein Kämpfer! Ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer, wenn man es mal. Wenn man es mal so betrachtet. Sie, Sir, sind frei. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Was geht? Bitte finde sie. Seht, der Tag! Ah, okay. Ja, hast du daneben gehauen, ne, mein Freund? Eigentlich wollte ich ihn konvertieren. Ja, okay, wir machen das mit den Schleichtüren. Oder wir versuchen es. Aber nur, wenn uns noch genug Orks über den Weg laufen. Aber ich befürchte, was heißt ich befürchte, ich gehe davon aus, dass schon.
Kämpfende Gefangene erleiden besondere Schmerzen. Ich hol... Du bist nicht gegen uns! Demine. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Oh, ihr wisst, wo ich bin. Oh, nice, das zählt als Schleichtötung. Wahrscheinlich, weil die anderen Orks nichts mitbekommen haben. Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Nö, ich geh jetzt eigentlich, nach Hause. Das ist halt so mein Ding. Mach ich halt immer nach getaner Arbeit halt nach Hause. Endlich! Oh. Es wurde auch Zeit! Hat jemand diesen Tag erwischt? Er redet bloß davon, dass schleicht da jemand umher? Oh, das ist gut! Ja, dann lasst ihr uns diesen umher. Waldläufer in die Rippen stoßen! Hallo! Freunde, lasst euch von mir... Warum lasst ihr euch nicht von mir anlocken? Hm? Ein geübter Jäger ist eine unaufhaltsame Kampfmaschine. Auf mittlerer Reichweite sind sie gut. Ja, so hätte ich meine Schleichtöten. Ich hab ihn verfeicht! Da muss ich jetzt wieder... Das wird mir dann jetzt... Obwohl, andererseits sind nur noch 9. Der Feiglinge ist abgehauen. Ja, komm du mal rüber hier. Denke, er ist dort drüben! Denkst der du ist das? Voll abgehauen. Aber ich bin hier drüben. Tja, im Gebüsch. Na, wir machen doch erst den. Ich glaube, der andere ist kurzsichtig. Nein! Ich glaube, wenn er so überrascht ist, dann ist das noch eine Streichgruppe. Oh. Nein. Ich mache euch fertig. Aha, okay, nur weil er sich nicht runterfallen lassen wollte. Ja, wo bin ich? Ja, und schon geht das Dreieck auf gelb. Ist eigentlich fast schon zu einfach. Wo bin ich? Such mich. Hier ist ein leckerer Waldläufer. Die Sonne wochenlang scheinen. Der Boden niemals beben und der Blitz fast nie einschlagen. Warum sonst sind diese Menschen so schwach? Jede Kreatur, die sich vor ein bisschen... Ich glaube, das war der Tag! Klar war ich das. Komm schon. Muss deinen Arsch schon in Bewegung setzen. Hast du den Sklaventreiber wirklich mit einer Schaufel erwischt? Ich mag dich, Sklave. Du musst trotzdem schaffen. 16 von 20. Wir erfüllen unsere Quote. Ein Kämpfer, was? Vielleicht schneide ich dich los und du zeigst mir, was du kannst. Nö, ich schneide ihn los. Brauchst du dir nicht die Mühe machen. Danke, Waldläufer. Unsere Freunde sind in der Nähe. Einer noch. Beziehungsweise noch 3, die geschleichtötet werden wollen. Okay, ihr steht da. Ihr steht echt ein bisschen blöd da, meine Freunde. Was war das? Psst, psst. Hey, psst. Möchtest du ein E kaufen? Nein, er möchte kein E kaufen. Ja, dieser elende Tag. Ich bin der elendste Tag von allen. So, und jetzt komme ich einfach von der anderen Seite.
Die Tapferkeit der Menschen. Ha! Beuge dich! Nein, die haben meinen Trick durchschaut. Ich brauch eine neue Taktik. Na, lass dich doch jetzt mal bitte hier fallen. Aber manchmal ist die Steuerung echt nicht schön. Alles klar. Optional ist wieder reicht. Und damit sage ich auch Tschüss, ne? Ihr macht Tag. Hier rüber. Hilf mir. Ja, Wunderbärchen. Haha, diesen Uruks hast du's gezeigt. Wenn ich nur kämpfen könnte wie... Wenn ich nur kämpfen könnte wie du, dann würde ich... Blablabla, dann würde ich Blödsinn erzählen. Okay. Ziel erreicht. Ja, Freunde, dann war es das auch mit dieser Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Beim nächsten Mal müssen wir, glaube ich, noch ein Sklavenlager machen. Aber dann... Dann geht's auch schon richtig los. Bis dann,